Kolleginnen und Kollegen. Museen sind nicht gerade bekannt dafür, dass sie begeisternde Innovationszentren wären. So ist es natürlich auch mit der Auseinandersetzung von gesellschaftlicher Wirklichkeit, die sich in den letzten zwei Jahrzehnten so dramatisch verändert hat, dass die Museen kaum Schritt halten konnten. Die Herausforderung der digitalisierten Welt ist aber mittlerweile bei den Museen angekommen. Die haben uns sehr schwer getan. Museen sind analoge Einrichtungen. Und es gab in der Community eine jahrelange Diskussion, ob wir uns überhaupt in dieser dramatischen Dimension mit diesem Thema auseinandersetzen sollten oder ob wir geradezu Gegenstrategien entwickeln sollten, um gewissermaßen der Digitalisierung analog etwas entgegensetzen zu können. Diese Diskussion ist Gott sei Dank zu Ende. Und ich kann sagen, mit dem Jahr 2008 haben wir uns auch in Deutschland ein bisschen an das Thema rangewagt, insbesondere in der Breite. Ich spreche hier nicht über Ideale, ich spreche auch nicht über die großen Einrichtungen, die großen Tanker, die gewissermaßen mit staatlichem Geld und großem Stiftungsgeld zu Werke gehen können, sondern wie insgesamt diese Herausforderung angenommen ist in der Community, die in Deutschland mehr als 6.500 Einrichtungen zählt. Und da war die Tagung in Emden ein ganz großer Meilenstein, weil wir uns zum ersten Mal in einer ganz umfassenden Dimension mit den neuen Herausforderungen der Digitalisierung auseinandergesetzt haben. Wir hatten vorher eine Arbeitsgruppe bereits innerhalb des Deutschen Museumsbundes eingerichtet. Frau Hagedorn-Saupe, die Sie alle kennen, war ein großer Treiber in dieser Geschichte und die Fachgruppe Dokumentation hat den Museen ein Stück weit, ich sage mal, Feuer unterm Hintern gemacht. Wir haben seitdem vieles neu gemacht. Wir haben versucht, gewissermaßen neue Erfahrungen aus europäischen Nachbarländern uns zu eigen zu machen. Wir haben hingeschaut, wir haben gesagt, was machen die Niederländer, die uns ein ganzes Stück voraus sind in all diesen Fragen von Innovationen im Museumswesen. In England ist sehr viel gewissermaßen in Digitalisierung vorangebracht worden. Wir konnten als die deutsche Community gewissermaßen von den Erfahrungen lernen, haben zum Teil deren Handreichungen übersetzt und in unseren Möglichkeiten diskutiert. Wir haben weitere gewissermaßen den Berliner Appell zur Kenntnis genommen und haben ihn diskutiert, haben ihn unterstützt und haben gewissermaßen die gesamte Diskussion, die wir in der Community geführt haben, heute in einer ganz anderen praxisorientierten Dimension aufgegriffen, als das vielleicht noch vor 10 Jahren der Fall war. Wir sammeln Erfahrungen, wir sind längst nicht am Ende. Meine persönliche Haltung ist, dass wir mittelfristig nicht nur einen Open Access to Science organisieren müssten, sondern wir müssten auch ein Open Engagement in Science organisieren, gewissermaßen die Relevanz des Museums, das immer so beschrieben worden ist, noch deutlich herausstellen. Wir sind eine Einrichtung für die Gesellschaft, mitten in der Gesellschaft und arbeiten in umfassenden Sinne in der Gesellschaft. Ich möchte jetzt kurz darauf eingehen, was wir in Leipzig gemacht haben. Ich bin im Übrigen feste Überzeugung, dass man die Dinge machen muss. Und dass man, wenn man sie machen will, auch zu Formen gewissermaßen der Praxis führen kann, die nicht unbedingt von Anfang an immer gleich gewissermaßen hundertprozentig zielführend sind, die aber diejenigen, die gewissermaßen dabei bleiben, die sich für so eine Fortentwicklung eines Museums engagieren, dass sie als Treiber in so einer kleinen Museumsorganisation dann am Ende auch Gehör finden und viele Leute begeistern und mitziehen können. Wie sieht es denn aus in den Museen? Sie haben üblicherweise schwierige Sammlungsstrukturen, teilweise eine Sammlungsgeschichte in den Häusern, die über 100 Jahre alt ist, haben ganz unterschiedliche Dokumentationsstandards, haben gewissermaßen kein offenes Zugehen, keine Zugänglichkeit zum Wissen, zu dieser großen in einem Museum angehäuften Wissensfeld. Die Dinge sind zum Teil segmentär, sie sind nicht zugänglich. Das heißt, das erfordert gewissermaßen ein völlig neues Umdenken. Wir müssen gewissermaßen unser Selbstverständnis ein Stück weit auf den Prüfstand stellen und müssen gewissermaßen den neuen Herausforderungen auch neuen Antworten gegenüber. Wir brauchen also ein neues Bewusstsein auch zu den Sammlungen und all den Dingen. Wir haben uns also auf den Weg gemacht, ohne zu wissen, wir haben die Richtung, wussten wir, aber das Ziel konnten wir noch nicht entdecken, weil es noch so weit in der Zukunft vorauslag, dass wir uns einfach ein Stück weit
nach vorne bewegen mussten. Wir haben dann schrittweise versucht, eine Analyse über unsere eigene Situation zu machen. Wir haben dann versucht, mit den Sammlungen uns neu zu beschäftigen. Wir haben dann eine Restrukturierung angenommen und fingen dann im Jahr 2000 an, nach einer etwa 4-5-jährigen Pilotphase, ein Stück weit konkret die Digitalisierung in unserem Haus zu organisieren. Das sind die ersten Schritte, die wir geschafft haben, und es ist dann am Ende dazu gekommen, und ich wollte auch sagen, es ist kein einfacher Weg, es ist kein leichter Weg, es ist gerade für ein mittleres Museum, ich sage mal, eine wahnsinnige Aufgabe, weil sie muss gewissermaßen zu einem, ich sage mal, neuen Spirit in einem Hause führen. Die Sammlungsstruktur muss neu überprüft werden, ob ihrer Brauchbarkeit. Wir haben dies nur machen können, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir setzen auf Digitalisierung, wir setzen gewissermaßen auf neue Technologien. Wir haben es nur geschafft, weil wir von Anfang an versucht haben, Partner zu finden, die uns unterstützt haben. Manpower, gerade retrospektive Digitalisierung, muss natürlich auch geleistet werden. Hier geht es um richtige praktische Arbeit. Das haben wir mit einem 10-Jahres-Programm geschafft mit der Arbeitsverwaltung, die uns unterstützt haben, auf die wir uns gewissermaßen gründen konnten. Und so haben wir es geschafft, etwa mit 120 temporären Kräften über 10 Jahre hinweg eine große Datenmenge von etwa 350.000 Sammlungsgegenständen am Ende dann doch ins Netz stellen zu können. Drittmittelfinanzierung haben wir nun in den letzten Jahren auch ein Stück weit an unser Haus andocken können. Gerade die DFG hat uns bei der qualitativen Erschließung unserer Autographensammlung, wir haben 30.000 Autographen, und wir haben davon etwa 19.000 jetzt digital erschlossen, und den Rest gewissermaßen wollen wir mit einem jetzt gerade neu bewilligten Forschungsprogramm auch auf den Weg bringen. Das heißt, Digitalisierung ist nicht nur mehr Aufwand, Digitalisierung ist auch gewissermaßen Schritte in eine neue Wissenschaftscommunity hinein, die auf einmal ein Museum ganz anders wahrnehmen, und auch die Sammlung in kleineren Museen können davon nur profitieren. Und natürlich haben wir jetzt, das ist am Ende in diesem Jahr, über 300.000 Sammlungsstücke online, und wir sind ein bisschen stolz darauf, aber wir sind noch längst nicht am Ende, weil wir diese Reise zwar seit 10 Jahren begonnen haben, aber wir glauben, dass wir noch 5-6 Jahre brauchen, um den Horizont dann auch messen zu können. Wichtig sind natürlich uns die Vernetzungen. Wir machen es ja nicht gewissermaßen nur für uns und für unser Haus, sondern wir wollen in der Community anders sichtbar werden. Dazu sind die Portale auf internationaler und nationaler Ebene natürlich ganz wichtig. Wir profitieren im Übrigen auch vom kommunikativen Austausch. Wir lassen uns beraten und profitieren, was die fachliche Arbeit angeht, aus den Diskussionen sehr. Hier, es ist aber auch nicht nur in eine Richtung im Sinne der Science Community, sondern wir wollen uns auch stärker vernetzen mit bürgerschaftlichen Initiativen. Wir haben eben darüber gesprochen, über Relevanz, und ich sehe die Relevanz unter anderem auch, dass man Bürgerengagement stärker an Museumsarbeit, auch an Forschungsarbeit in das Museum heranbringen kann. Dieses ist ein Beispiel dafür. Das ist ein Portal, das von einer Initiativkreis in Leipzig seit fast 20 Jahren entwickelt worden ist. Es sind über 3000 Namen, also Persönlichkeiten, die der Shoah zum Opfer gefallen sind. Dieser Initiativkreis hat sich zur Aufgabe gemacht, diesen Menschen einen Namen, einen Ort, gewissermaßen eine Identität zurückzugeben, und wir haben dieses große Buch der 3000 verlorenen Menschen in unsere Dauerausstellung aufnehmen können, und wir arbeiten mit diesen, ich sage mal, bürgerschaftlich getragenen Portalen zusammen, und ich finde, das ist ein neues Selbstverständnis eines Museums, das ich daraus ein Stück weit auch ableiten kann, die Vernetzung mit den Menschen. Hier sehen Sie unser Auftritt, einige Sammlungsgegenstände, insbesondere Plakate in der Europeana. Ich mache Sie da nochmal auf dieses linke Plakat, dieses koreanische Plakat aufmerksam, weil ich das gleich nochmal ansprechen werde. Und hier sehen Sie auch, dass wir die Ausstellung, unsere Dauerausstellung, die wir in diesem Jahr eröffnet haben, haben wir komplett generell seit Jahren entwickelt aus der Datenbank heraus. Wir schreiben gewissermaßen all unsere Ausstellungskonzepte über unsere Datenbank, über unsere Exponate mit all den Texten, und wir stellen sie und haben sie jetzt ins Netz gestellt. Sie können also, wenn Sie auf unsere Seite dann klicken, können Sie sich die gesamte Ausstellung mit allen Exponaten auch im Netz anschauen. Das ist eben diese Geschichte, die die Kollegin eben auch angesprochen haben. Wir haben so viele Menschen, die auch vielleicht einen Leipziger Bezug haben, aber jetzt in anderen Ländern leben, vielleicht in Amerika ausgewandert sind, schon vor dem Zweiten Weltkrieg, die sich eher
die ein Stück weit Fragen stellen wollen an ihren Heimatort oder an den Ort ihrer Eltern. Und sie haben so die Möglichkeit, in Milwaukee zum Beispiel, sich mit 30.000 Stadtansichten aus Leipzig ein Stück weit auseinanderzusetzen. Und sie haben die Möglichkeit, über ganz bestimmte Zugangsformen unsere Ausstellung direkt auch zu Hause auf dem Sofa zu erleben. Und sie haben die Möglichkeit, auch nachzugucken, wie viele Exponate gibt es zu diesen Themen, was haben die ausgestellt, und die Texte sind natürlich auch dabei. Oder Sie sehen sich gewissermaßen die Ausstellung an, Sie können sich eine Art emotionalen Eindruck von der Arbeit machen, also wie sieht so eine Ausstellung aus, wie machen die das, Sie können von zu Hause aus vielleicht auch Ihren Museumsbesuch vorbereiten, Sie können mit Fragestellungen an die Ausstellung herantreten, Sie haben gewissermaßen die Ausstellung zu Hause, Sie können sie ganz anders nutzen, Sie kommen nicht vorbereitet in ein Museum, sondern Sie haben Informationen, die Sie brauchen, um die Angebote, die wir für die Öffentlichkeit bereithalten, noch besser nutzen zu können. Ein ganz wichtiger Aspekt war für uns Kommunikation, Rückmeldung, Feedback, Outreach von Wissen und Zurückführen. Wir haben versucht, von Anfang an ein Dialogsystem zu entwickeln. Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen. Wir sind nicht mehr diejenigen, die alles wissen. Museumsleute haben früher immer die Position vertreten, dass sie in der Lage sind, den Menschen die Wirklichkeit zu erklären, über ihre Exponate, über ihre Interpretationshoheit. Kuratoren waren im Regelfall von Selbstverständnis kleine Götter, die aus ihren Sammlungen heraus die Welt dechiffrieren konnten. Diese Zeiten sind meines Erachtens nach vorbei. Wir müssen uns ein Stück weit mit Demut wieder in die Normalität hineinbegeben, und wir nehmen mit zunehmender Freude zur Kenntnis, dass es unendlich viele Menschen gibt, die in ihren Fachinteressenlagen zum Teil wesentlich bessere Informationen oder sehr viel mehr Wissen angehäuft haben, als wir gewissermaßen in unserer kleinen Sammlung. Wir sprechen mit den Menschen. Die Leute antworten uns. Sie kritisieren uns. Sie sprechen uns an und sagen, da habt ihr einen kleinen Fehler gemacht, da würde ich euch raten, guckt doch mal da und dahin, oder ich sage es euch gleich, das stimmt nicht. Und das ist so wunderbar, und dieses dialogische System, was mir sehr, sehr wichtig ist, haben wir organisiert, und wir haben hier auch ein Stück Übersicht mal geguckt, wie sich das mit dem Zugriff, der Dialogfähigkeit mit der Datenbank, welche Bedeutung hat es, welche Dimensionen hat das auch, und wir haben also da eine erkennbare Aufwärtstendenz. Wir freuen uns, dass wir gewissermaßen in der Community, in der Digital Community als Museum auch angekommen sind, und Sie können sehen, dass es ein großes Interesse gibt an dem in einem Museum angehäuften Wissen. Die Menschen interessieren sich dafür, aber wir brauchen vielleicht andere Formen der Kommunikation und der Erreichbarkeit. Das sind die Nutzerreaktionen. Der letzte Balken ist, glaube ich, von Anfang September gewesen. Wir haben jetzt im letzten Jahr 285 Antworten aus der Community. Wir werden in diesem Jahr weit über 300 Dialoge führen mit Menschen, die sehr wohl Bescheid wissen, auch über das, was wir tun, und die uns helfen, die uns dabei beraten, die ihr Wissen gewissermaßen in unser Wissen einspeisen. Und darum geht es auch, dass die Museen, ich sage mal, vice versa profitieren von dem Wissen, das auch gesellschaftlich vorhanden ist. Ich denke, es gibt nicht mehr diese zwei Systeme oder die zwei Welten. Es gibt nicht mehr das große Museum und den kleinen Menschen, sondern wir begegnen uns im Dialogsystem auf Augenhöhe. Und wir profitieren davon. Wir haben auch ein bisschen uns beschäftigt, wer ist es denn, wer kommt denn zu uns, wer schaut sich das an, wer spricht mit uns, was sind das für Fragen, die an uns gerichtet werden, was sind das eigentlich für Leute. Und Sie können natürlich sehen, dass hier Laien, Wissenschaftler, Sammler und natürlich Nachfahren, das sind diejenigen Menschen, die ein Stück weit personengeschichtliche Zusammenhänge mit der Geschichte der Stadt Leipzig in Verbindung bringen können. Dies alles gewissermaßen ist für uns und auch für das Nachdenken unserer Rolle in der Gesellschaft außerordentlich wichtig. Und das sind in etwa diejenigen Dinge, die aus den Sammlungen nachgefragt werden. Sie sehen dort mit 40% sind es, was ist das? Das ist unsere Fotosammlung, das liegt in der Natur der Sache. Viele Leute, auch Architekten, Stadtplaner, aber natürlich auch Menschen, die publizieren, die gewissermaßen illustrieren wollen, die interessiert sind gewissermaßen an der Veränderung zum Beispiel eines Platzes, eines Ortes, eines Hauses. Das ist ganz wesentlich. Und der zweite Punkt ist dann Stadt- und Regionalgeschichte, also Fragen zu Leipzig, so gewissermaßen ist es, und es entwickelt sich dauernd weiter.
Sie sehen auch, dass das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig ist ein zwar großes Geschichtsmuseum, ist eines der größten kommunal getragenen Geschichtsmuseen in Deutschland. Und wir sind von unserer Selbstorientierung oder Eigenausrichtung stärker in die Community der Stadt hineinwirkend. Aber wie Sie sehen, dass wir mittlerweile auch als Museum dieser Art mittlerweile einen internationalen Zugriff haben und wir bekommen immer mehr Kontakte in die Welt hinein. Und ich denke, dass in einer Welt, die sich rasend schnell zu einer großen International Family organisiert, dass es auch den Museen gut tut, diesen internationalen Dialog auch aktiv zu führen. Ist trotzdem nicht alles gut. Es ist vieles, was wir noch leisten müssen. Wir haben viele Probleme, haben es aber trotzdem gemacht. Eines vielleicht unserer Grundentscheidungen ganz am Anfang war die, dass wir gesagt haben, wenn wir nur valide, also wissenschaftlich nachgeprüfte Ergebnisse als Datensätze ins Netz stellen, dann werden wir nur ganz langsam vorankommen. Wir haben darauf gebaut, dass wir haben gesagt, wir haben 4 Generationen von Wissenschaftlern, die nach ganz unterschiedlichen Kriterien seit über 100 Jahren im Museum das Wissenschaftsprofil dieses Hauses, das Forschungsprofil, das Wissensprofil des Hauses organisiert haben. Wir nehmen uns die Freiheit, so wie wir sind, in Erscheinung zu treten. Wir haben lediglich Plausibilitätsprüfungen vorgenommen, wir haben aber gewissermaßen die Validitätsprüfung, die wissenschaftliche Validitätsprüfung nicht machen können, haben uns also ganz bewusst in eine kritische Öffentlichkeit gegeben und wir profitieren, und das ist ganz wunderbar davon, dass viele Leute sagen, ihr seid doof, ihr wisst es nicht, ich weiß das besser, aber ich nehme euch das nicht, ihr seid nicht schlecht dadurch, ich helfe euch dabei und ihr könnt davon profitieren. Und das ist auch ein Stück weit der Demaskierung dieses Images, dass ein Museum so etwas Besonderes und Tolles und Ungewöhnliches und Unangreifbares ist. Ich möchte gerne das Museum zu einem porösen Wissensfeld in die Gesellschaft hineinbringen. Wir haben aber auch, wir haben natürlich weitere Probleme, die ich auch noch kurz ansprechen müsste. Wir haben natürlich, wenn wir im Dialog einigermaßen, ich sage mal, schnell sein wollen, haben wir ein zunehmendes Problem, das uns zunehmend schwerer fällt. Wir haben Personalprobleme, weil natürlich Menschen kommunizieren. Und wir merken, dass unsere kleine Doc-Abteilung ein Stück weit überfordert ist, relativ schnell zu reagieren, weil wenn jemand dich anruft und sagt, pass mal auf, ich habe was für dich, und er kriegt erst 4 Tage später einen Response, dann ist es doof, dann fühlt er sich ein Stück weit nicht ernst genommen. Auf jeden Fall ist gewissermaßen die Kommunikation ein bisschen gestört. Und wir haben wirklich Probleme, hier ein Stück weit schnell reagieren zu können. Und wir müssen versuchen, uns in der Überprüfung unserer Aufgaben, also in der Personalentwicklung, ein Stück weit mit diesen Herausforderungen auch auseinanderzusetzen. Qualitätsanforderungen, das ist auch ein Problem für uns. Wir sind gewissermaßen ein sehr, ich sage das mal, normal ausgestattetes Museum. Wir haben nicht State-of-the-Art-Equipment. Wir arbeiten mit 400 DPI, früher auch mit weniger Sorten. Das heißt, da kommen dann aber auch Anfragen und sagen, ja, aber international sind die Standards ganz anders. Warum seid ihr hier und schafft es nicht? Und da müssen wir immer sagen, wir suchen es ja und wir wollen es ja, aber wir wollen euch erstmal die Informationen durchreichen, gewissermaßen die Kenntnisse, die wir selbst eingesammelt haben seit 100 Jahren. Aber die Qualität zum Beispiel, was die Fotografie angeht, die ist eben gewissermaßen oder kann nicht immer den höchsten Standards entsprechen. Und natürlich haben wir zunehmend auch viel zu tun mit Menschen, die mit großer Freude ein Museum gefunden haben, wo sie relativ viel entdecken können, aber die sagen auch, ja, ich bin auch ein armes Würstchen, genauso wie ihr, aber ich brauche es doch und so weiter. Und viele Studenten nutzen das auch und können das natürlich nicht bezahlen. Und es tut uns dann eben auch ein Stück weit, es fällt uns schwer, dann immer gewissermaßen das auch ein Stück weit frei rauszugeben. Wir tun, was wir können, aber am Ende belastet es uns sogar, dass wir zum Teil sogar jetzt noch die Dinge bezahlen müssen, die andere Leute brauchen. Da ist ein Stück weit Unklarheit noch, auch in unserer ganzen Stellung zu diesen Dingen. Wie können wir mit unserem Wissen zumindest diejenigen Kosten wieder einspielen, die uns durch die Bereitstellung von Wissen entstanden sind. Wir wollen an diesem Wissenstransfer nichts verdienen. Wir wollen aber auch am Ende das Museum damit nicht gegen den Baum fahren. Wir arbeiten mit der Online-Datenbank GOSS.
Wir haben durch diese neuen Formen, ich habe ja eben gesagt, Sie können sich zum Beispiel mit der Ausstellung auf ganz anderen Ebenen auseinandersetzen, auch vorbereitend, nachbereitend. Sie können besondere Fragen an die Ausstellung richten. Sie können aber auch mit dem Material sich virtuelle eigene Ausstellungen bauen. Sie können gewissermaßen das Wissen eines Museums sich sehr viel stärker curricular einbinden. Sie können die Schulen ganz anders motivieren. Das finde ich ganz wunderbar, weil es eröffnet unseren Museumspädagogen und Vermittlern eine ganz andere Form gewissermaßen, ein Museum relevant einzubringen in eine pädagogische Arbeit hinein. Wir haben also die Schülerprojekte habe ich hier nur vorgestellt und natürlich auch mit der Universität und den Regionalforschern, die sich an Geschichten und kulturhistorischen Fragestellungen die interessiert sind. Ihnen können wir schon viel mehr bieten, als das noch vor Jahren der Fall war. Wir haben internationale Reaktionen, auf die komme ich gleich, von Sammlern und speziell, das ist jetzt das Benefit für uns. Wir kriegen auf einmal aus Korea, da komme ich gleich noch drauf, einen Hinweis und so weiter. Ja? Und aber auch wir haben ganz anders die Kollegen in den Museen, die auf gleichem Weg sind, auch sich tastend an die neue Wirklichkeit herangehen, versuchen den Kontakt mit uns, weisen uns auf das eine oder hin und wollen auch Erfahrungen einsammeln. Wir haben Sammler und Spezialisten, von denen wir sehr viel profitieren. Spezialisten, also ich sage mal, da gibt es gerade in der Luftschifffahrtsgeschichte gibt es wahnsinnige Spezialisten. Also Leipzig ist ein frühes Zentrum der Luftschifffahrt durch die Zeppeline, aber es sind ja gar nicht alles Zeppelin, was nach einem Zeppelin aussieht. Das sind dann alles Prallluftschiffe oder Prallschiffe. Und die auseinanderzuhalten, wo ein Stück, glaube ich, nur zwei oder dreimal überhaupt hergestellt worden ist, das weiß dann ein armes Museumswürstchen nicht so genau. Aber ein Spezialist, ja, der auf unsere Postkartensammlung schaut, der weiß ganz genau, wovon hier die Rede ist und er stellt uns dann sein Wissen auch zur Verfügung. Und natürlich mit Bildungseinrichtungen, die nach neuen Nutzungsformaten, neuen Dialogformaten, neuen Formen von Zusammenarbeit mit Museen Ausschau halten, mit denen machen wir viel zusammen und natürlich mit den Wissenschaftlern selbst. Was ganz wichtig ist, was ein Nebeneffekt ist, was wir gar nicht so gesehen haben. Wir haben Sammlungen, die über die einzelnen Sammlungsstücke wird eine neue soziale Relevanz des Museums hergestellt. Wir haben hier über diesen Ausweis, drei Familien, die, mit der Leipziger Geschichte, mit der jüdischen Geschichte Deutschlands und dem Naziterror zu tun haben, mittlerweile in London oder schon seit 6 Jahrzehnten in London gelebt haben, sich mal kennengelernt haben, wieder aus dem Auge verloren haben, ist über unsere Sammlung eine gewisse, Familienzusammenführung entstanden und die Familien waren in Leipzig, haben sich das Original angeschaut und ich wollte dazu sagen, die Objekte sind mehr als Zeugnisse der Vergangenheit, sondern sie können über eine gewisse Inwertsetzung, eine Bedeutung für die Zukunft haben. Und jetzt komme ich zu diesem Plakat nochmal. Das sind dann Museumsleute, die natürlich sagen, alles, was komisch mit Zeichen versehen ist, ist chinesisch. Also chinesisch ist alles, was ja dann auch, wenn man mal drüber nachdenkt, auch komisch ist. Und dann kriegen wir, this is not Chinese, this is Korean. Das ist auch wunderbar. Und dann wurde auch gleich gesagt, wofür dieses Plakat steht. Das ist nämlich eine sozialistische Oper, das ist das Rote Rosen. Mädchen und das ist in den 50er Jahren in Korea ein wahnsinniger Hit gewesen. Ja? Warum wir das in unserer Sammlung haben, wissen wir nicht. Ja? Andere Relevanzbereiche, Diebstähle, wenn Dinge verloren gehen, Sammlungen verschwinden auf ganz unterschiedlichen Wegen. Auch da bietet das Internet neue Möglichkeiten der Recherche. Hier, das ist ein extremer Fall, sage ich an dieser Stelle. Wir haben ein glückliches Normalmaßsystem von 1719, glaube ich. Das ist das Einzige, was es auf der Welt noch gibt. Ich wusste gar nicht, dass 66 Messingklöpse, viele Millionen wert sein können. Amsterdam hat im Übrigen auch so ein Normalgewicht, aber jünger und auch nicht vollständig. Und die Frankfurter haben das auch jünger und noch weniger vollständig. Wir sind die Einzigen, die es wohl vollständig haben. Es hat etwas mit der Messegeschichte Leipzigs zu tun. Das ist jetzt nicht mein Verdienst, ich sage das nur so. Und da ist so etwas entstanden, dass in den 60er Jahren, auch zu DDR-Zeiten, obwohl sozialistisch so nicht vorgesehen war, Diebstähle. Und es gab gewissermaßen einen Fotografen, der in Begleitung unseres Stadtarchäologen natürlich Zugang hatte zu den Sammlungen insgeheim. Und der nahm gewissermaßen, höchstwahrscheinlich wusste er gar nicht um den Wert, aus dieser Kiste mit den normalen Maßen diese Messingklöpse mit und nahm sie mit nach Hause.
Und in den 60er Jahren ist es in unserem Museum nicht wirklich aufgefallen. Erst bei unserer Generalrevision waren wir konfrontiert im Vorfeld der Digitalisierung und all der Dinge, über die ich hier gesprochen habe. Ich sage mal, 96 FF haben wir mit der Neuorganisation der Sammlung alles von den Kopf auf die Füße stellen müssen. Und da hatten wir dann dummerweise natürlich auch zur Kenntnis zu nehmen, dass 38.000 Items, also Sammlungsstücke, nicht da waren von 700. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber das ist doch schlimm. Und wir haben aber trotzdem auch diese Sammlung ins Internet gestellt. Und das war unser Glück, weil vor 4 Jahren ist es, glaube ich, passiert, kriegte ich einen Anruf von einem Normalmaßfreak, der zufälligerweise Polizist war aus Kiel. Ihre Sammlung wird gerade bei Internet, eben bei eBay verkauft. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ja? Und dann bin ich gleich los, sind wir los, haben wir geguckt und so weiter. Dann waren das die Stücke, die als nicht auffindbar gekennzeichnet waren. Und dann haben wir relativ schnell agieren können und haben dann auch von dem Besitzer, das war nicht der Eigentümer, also der das geklaut hat, war tot und sein Nachbar, der gar nicht wusste, was war, hatte die Aufgabe, alles, was in der Bude war, irgendwie zu versilbern und es irgendeinem Erben oder irgendjemandem zuzuführen, das Geld. Und der hat sich nicht anders gewusst, als bei eBay die Dinge einzustellen und hat es dann gemacht. Da waren schon 2 Dinge in Mallorca bei einem Freak und dann irgendwo, das war das dritte, was einstieg. Und dann konnten wir das aber sehr schön auch mit der Polizei dann wieder zurückführen und die es ersteigert hatten, waren Gott sei Dank nett und verständnisvolle Menschen und so ist es uns gelungen, über die Digitalisierung, über gewissermaßen auch solche, ich sage mal, kriminalistisch hochinteressanten Dinge gewissermaßen ein Stück weit zu klären. Das heißt am Ende, man bekommt auch Kontakte, über die man als Museumsonkel gar nicht nachdenkt, zu Spezialisten, die einen in ganz unterschiedlichen Aggregatzuständen zur Seite stehen oder einen bereichern mit Wissen oder mit Erfahrung, mit Kompetenz und so weiter. Und das sollte man nicht ganz ohne hier unerwähnt lassen. Das macht uns stark und hilft uns in vielen, vielen Fällen viel weiter, als wenn wir uns nur mit unseren 8 Wissenschaftlern über solche Dinge in so einem kleinen Kreis verständigen würden. Wir haben auch einen zunehmenden Zugriff. Wir haben 700.000 Zugriffe etwa pro Jahr mit steigender Tendenz. Wir haben, wenn ich alle Einrichtungen, die zu uns gehören, haben wir 420.000 Besucher. Das ist sehr viel für ein Stadtmuseum, das weiß ich wohl, aber wir werden gewissermaßen in Zukunft wesentlich mehr kommunizieren, wesentlich mehr bekannter werden über die digitalen Vermittlungen. Damit will ich das Museum nicht zur Diskussion stellen, aber ich will einen neuen Wirkungszusammenhang aufzeigen, der für die Zukunftsfähigkeit eines Museums von nicht unerheblicher Bedeutung sein kann. Ja, Wissenszuwachs haben wir schon gesprochen, Wissenschaft und so weiter. Was noch zu tun ist, wir haben zurzeit das Problem, dass wir 2/3 des Weges, die Hälfte des Weges, dass wir die gegangen sind. Wir haben 200.000 Objekte, die noch erfasst werden müssen. Und wir sind konfrontiert seit einigen Jahren mit erheblichen Konsolidierungsauflagen. Das heißt, uns fehlt gewissermaßen der Sauerstoff zum Atmen. Und wir müssen vor diesem Hintergrund auch Entscheidungen treffen, was ist prioritär, was müssen wir machen. Ich halte die Erschließung der Sammlungen über digitale Medien und zur Verfügungstellung unseres Wissens im Internet nach wie vor für eine zentrale Aufgabe. Wir müssen es machen, aber wir können es nicht mit der Geschwindigkeit gewissermaßen fortschreiben, wie wir das in den vergangenen 10 Jahren konnten. Wir bemühen uns aber mehr um Drittmittelgeber und haben mittlerweile auch mehr Erfolg bei unseren Bemühungen und ich hoffe, dass der in Zukunft auch an unserer Seite bleiben wird. Wir brauchen trotzdem ein neues Verständnis, das ist politisch meine Aufgabe, die ist auch vor Ort bei den politischen Entscheidungsträgern, auch bei in der Politik auch stärker zur Diskussion zu stellen. Wir sind nicht mehr nur die Häuser der Dinge, wir sind vor allen Dingen die Häuser des Wissens und wir sind die Häuser gewissermaßen der Menschen. Und wenn man diese 3 Dinge, also kulturelles Erbe und die Verantwortung, die daran klebt, das Wissen, das angehäufte Wissen in einem Ort, in den Museen, das ist ja ein großer Wissensschatz, der meines Erachtens nach nur zu einem kleinen Prozentsatz überhaupt bis heute gehoben ist und gewissermaßen die Menschen ernst nehmen, die uns finanzieren in unserem Tun und die durchaus auch erwarten können von einer demokratischen Bildungseinrichtung, dass so viel wie möglich an Information und Wissen in die Gesellschaft hineinfließt und das wird eine dauernde Aufgabe sein. Die Politik ist nicht so weit, sie fordert und wünscht, aber sie
schafft nicht die Voraussetzungen, dieses leisten zu können. Und da sind insbesondere kleine Häuser, und ich vertrete hier ein kleineres oder mittleres Museum, in besonderer Weise in eine schwierige Lage hineingeraten, weil sie eben nicht diese großen finanziellen Spielräume zur Verfügung haben, um diesen Job zu machen. Das ist das. Zum Schluss, wenn ich das zusammenfassen darf, was ich aus eigener Erfahrung gesammelt habe und wie ich so die Diskussion bei uns verfolgen konnte. Die Museen sind längst keine analogen Einrichtungen mehr. Sie sind vielleicht analoge Einrichtungen auf der Ebene ihrer Sammlungen und Sammlungsbearbeitung. Der große Wissensschatz des Museums, das ja seit als Idee, als bürgerliches Museum über 200 Jahre gibt, und wenn man gewissermaßen die fürstlichen Vorgeschichten noch hinzunimmt, dann haben wir gewissermaßen eine jahrhundertealte Wissenstradition in unseren Häusern. Wir haben bisher kein Format gefunden, das es ermöglicht, diesen großen Wissensschatz gesellschaftlich Relevanz zu verleihen. Wir müssen hier mehr tun, und ich glaube, es ist eine Aufgabe, und es muss eine politische Aufgabe sein, dieses zum Nutzen der gesellschaftlichen Entwicklung, auch der demokratischen Entwicklung einer postkapitalistischen Wissensgesellschaft, die wir ja nun sein wollen, dies auch verfügbar zu halten. Dieses Thema, die Diskussion, die wir hier führen, ist wichtig, aber sie ist meines Erachtens nach, ich sage mal, keinesfalls zu Ende. Wir müssen gerade die kleineren und mittleren Museen stärker in den Diskurs hineinkommen. Da gibt es große, ich sage mal, Wissensdefizite, da gibt es große Ängste, da gibt es große Reserven, und wir müssen, ich sage mal, in der Community ein Diskussionsklima entwickeln, das mit offener Freude und Motivation deutlich herausstellt, welche Chancen für Entwicklung und welche Chancen für Relevanzentwicklung auch bei kleineren Museen in der digitalen Gesellschaft vorhanden ist. Das wäre mein Appell, und deswegen glaube ich, dass wir diese Diskussion, die Sie hier führen und die wir an anderer Stelle geführt haben, eigentlich noch intensiver führen müssen. Vor allen Dingen müssen wir sie auch mit denen führen, die auf der Entscheiderebene die Strukturen bereitstellen müssen, damit wir dazu in der Lage sind, im Sinne der Gesellschaft unsere Dinge und unsere Wissen zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank.